So, weiter geht's heute mit unserer Karriere, mit der FB-Falle Bayreuth. Wir sind Meister, haben wir es geschafft. Jetzt geht's weiter mit dem Pokalspiel in Richtung Berlin. Weiter geht's heute mit dem Duell in Mainz. So. Achso, du hast noch ein Scouting, ne? Was haben wir denn noch eigentlich? Haben wir da irgendwie jetzt noch ein Talent, was wir jetzt unbedingt noch holen müssen? Mit dem Mega-Potenzial, 66 bis 80. Hier ist jetzt eigentlich nichts auf der Teilliste, wo ich jetzt unbedingt noch... Machen wir weiter. Warte, kurz gucken hier. In Japan, vielleicht haben wir da nochmal. Nö, da ist jetzt auch nichts dabei. So, da ist noch einer. Aus Brasilien. Da haben wir das ein oder andere Talent schon gefunden, aber ist jetzt, glaube ich, nicht 70 bis 82, 69 bis... Doch, den könnte man tatsächlich überlegen, wo den holt. Wieder verpflichten, den nehmen wir mit hoch. Das wäre halt nicht die Mega-Scouts, ne, um jetzt dauerhaft so Mega-Talente zu holen. Aber guck mal, ist schon, ist, wir haben schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? So, wir gehen jetzt in die Saison rein. Der Druck ist natürlich sehr hoch, wir wollen natürlich weitermachen. Natürlich auf Sie, klar, wenn ich auf Remis gehe. Wir wollen ins Finale, wir wollen nach Berlin und vielleicht nächste Saison international spielen, ein zweitliges. Fragen Sie mal bei Union Berlin nach zum Beispiel, die haben das nämlich auch geschafft. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, klar. Danke für Ihre Fragen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Pressekonferenz. Jo, bis dann. Tschau, tschau. So, gut, gehen wir rein ins Match gegen Bayreuth. Ach Quatsch, gegen Bayreuth. Gegen Mainz, wir spielen hier mit Bayreuth. So, das wird definitiv alles andere als einfach werden, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber man spielt noch eine Fünferkette, das wird eine ganz enge, ein enges Ding. Aber gucken, enges Ding. Regen ist angebracht, okay. Na dann, gehen wir auf ins Match. Heute macht die Startelf wieder ran. Meier hat jetzt ein paar Spiele gespielt, weil eben er den Torrekord holen soll. Das wird auch in der nächsten Partie werden. Das ist aber jetzt erstmal Zukunft. Das ist morgen. Das ist jetzt unwichtig. Jetzt ist Mainz. Und zwar, wie heißt das Stadion? Es hieß ja früher am Stadion am Bruchweg. Es heißt es, glaube ich, Kurfürst Arena oder so. Bin ich richtig? Alles oder nichts. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ja, die heißen, glaube ich, mittlerweile anders. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißt, die das Stadion. So. Ich weiß gar nicht, ob das Originalstadion drin ist. Liebe Zuschauer, es regnet. Nee. Hier in der Mewa Arena. Doch, das ist das Originalstadion, glaube ich sogar. Dennoch sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Nächster Gegner wäre Leverkusen oder RB, wenn wir weiterkommen sollten. Und dann schauen wir mal, wie Sie mit dieser Verbindung. Da könnte sogar das Finale sogar schon reichen. Aber erstmal den Schritt mal. Wir haben den Anführungszeichen leichtesten Gegner. Er ist der erfolgreichste Torjäger dieses FQT-Clubs. Der Blick auf seine Statistiken ist schon beeindruckend. Also er ist unverzichtbar ein Erfolgsgarant. Genau so ist es. Deswegen habe ich ihn heute gespielt. Das ist Mr. DFB-Pokal für mich. Deswegen hat er den Vorzug bekommen. Wie gesagt, Meier hat nur gespielt, damit er den Rekord bekommt. Der macht jetzt mit auf nächstes Mal die Spiele, damit er halt den 28. Saisontreffer macht und damit den alleinigen Rekord hat in der dritten Liga. Und jetzt soll er erstmal. Aber dann Novoa weiter nach vorne für Furore sorgen und seine Buben machen. Und jetzt nochmal. You will never walk alone. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen. Ne? Ah, ein 5-3.
3-2. Also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Gut. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Wie gesagt, wir haben München triumphiert, verdient schon triumphiert. Und jetzt soll es aber mal schauen, dass Mainz, jetzt müssen wir Mainz gucken. Erste Chance für den NSV. Macht das unheimlich sicher. Warte, du bleibst an den Pfosten schon vorne stehen, mein Freund. Die Ecke kommt. Ja, super. Lataya und weg damit. Belippert. Jetzt vielleicht mal Konter. Ja. Dias, ne? Das gibt Freistoß. Aber zeigt auch den Foul. Warte mal, da war es nicht viel, aber ist egal. Lataya. Abflug. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ja, es wird nach Haust. Anderer. Wird der viel für andere Haus nochmal werden. Als jetzt ein Gegner. Gut gelöst da. Und gib ihm noch. Was für eine Parade. Riesenszene. Ganz stark gemacht. So, auf geht's. Ja, Wölz. Oh, Ballverlust. Der Vorwärtsbewegung, Hemmerich. Luke Hemmerich. Super, wie er sich durchsetzt. Jetzt die Flanke. Kein Problem für den Torhüter. Ja, wir müssen voll an unsere Leistungsgrenze gehen, damit wir überhaupt eine Chance haben, hier was zu reißen. Vor allem die letzten beiden Ligapartien war jetzt beides nicht so weltbewegend. Zumindest gearbeitet. Erst vom Ergebnis her nicht und dann von der Leistung her nicht. Da ist die Chance. Schiri, der hat schon gelb. Das sieht mir ganz nach Platzverweis aus. Das muss eigentlich rot geben. Oder sagt der Schiedsrichter, ich lasse dir noch Gnade verwalten. Nein, oder nicht. Er schmeißt ihn runter. Bell, 17. Minute, glatt, rot, Notbremse. Und es ist diesmal die richtige Entscheidung. Doha war durch, wäre weg gewesen. Jetzt muss Mainz wechseln. Sie bringen Verteidiger neu. Sie Mainz in Runterzahl, das könnte uns entgegenkommen. Hemmerich. Haut das Ding mit dem Flotter mal drauf. Aber Ecke. Gibt eine Ecke. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Deswegen ist es richtig. Sterner. Und jetzt kommt die Ecke. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Ja. Machen Sie konsequent da hinten. Schön, Lataya verhindert den Ball da vorne. Und jetzt wird es Einwurf geben. Ah, das muss er besser das lösen. Das wird eine Karte geben für die Bayreuther. Das wird zumindest mal Geld geben. Da bin ich mir fast sicher. Oder sagt er da gerade. Hat er dem jetzt gerade. Ja, wollte gerade sagen, hat gelb gesehen. Ja, ist richtig, alles gut. Genau die richtige Entscheidung. Aber wenn es mein eigener Mann ist. Da war. Ein bisschen zu viel ist gut. Die Mitspieler bieten sich an. So. Genau, kein Abseits. Sterner. Sterner! Und Zettel. 26. Er geht also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Eckball Korfer. Sterner und John! Sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. 0-1. John George. Schau nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert. Platziert die Kurve. Schön in die kurze Ecke. Und drin ist der Ball. Schön ins kurze Eck.
das Ding platziert. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Geil. Pass kommt nicht an. Wie gesagt, je nachdem, wenn der Gegner gerade ist, ich weiß nicht, wie die Bundesliga-Tabelle ist, könnte das durchaus heißen, nächste Saison international, dieser Treffer. Aber wie gesagt, das, wer hier weiterkommt, spielt nächste Saison wahrscheinlich Europa League. Den Zweikampf führt er sehr gut. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte. Aber es ist halt dritte Liga gegen Bundesliga, ne, immer noch. Das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtig. Also. Jetzt heißt es erstmal aufpassen. Ja, ich dachte, ich hätte den quer passen können. Und nach wie vor sind wir ein Mann mehr auf dem Feld, ne? Jetzt ist er durch. Diaz. Und Einsatz. Nur noch zu 10 sind sie. Aber das ist ihnen egal. Ausgleich. Da ist das Tor. Sie sind wieder da. Da nimmt er die Defensive im Alleingang. Ja, gegen Morgana. Keine Chance gehabt. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig... Da war der Verteidiger nicht konsequent genug dran. Auf außen ist jetzt Platz. Sterner jetzt mal mit bis... Da haben sie die Chance. 2-1, no more. Natürlich 44. Minute. Direkt die Antwort. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Novoa ist sein siebtes Pokaltor. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Der ja für 2 Jahre ausgeliehen ist und trotzdem noch eine Kaufoption. Also sollte man hier noch wie viel Kohle bekommen, wenn der definitiv fast verpflichtet. Hier zusätzlich. Tolles Zuspiel. Novoa 3-1. Unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Tor Nummer 8. Mit 2 Toren vorne. Doppelschlag in Mainz. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart-Ecke ist. Ja, schön. Den habe ich ein bisschen angeschlänzt, ein bisschen angeschnitten. Dann wird er ganz gefährlich. Und dann steht es hier 3-1. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Das könnte was werden jetzt. So, jedenfalls, die haben die Aufgabe bisher bravourös gelöst, haben sie angenommen. Man sieht halt, die größten, wichtigsten Statistiken sind für uns. Wir führen 3-1. Es war halt gefühlt ein begangener Foul. Ja, 2 Mainzer Fouls gegen einen unserer Fouls. Wir haben aber Geld bekommen durch George und die Mainzer haben sogar glatt rot gekriegt wegen der Notbremse, die auch absolut richtig war. So, deswegen wechsle ich jetzt auch mal kurz aus, bis vor der Herr George vor dem Platz fliegt und wir ebenfalls zu 10 sind, kommt jetzt Nürnberger. Die Spieler sind zurück, die zweite Hälfte beginnt. Sterner, der hat da das eine Tor vorbereitet von, das war nicht. Ja, komm, jetzt auch rein, hätte er also mitnehmen können, den Ball. Sterner. Jetzt diesmal mit der Flanke. Ah, den muss er besser erklären. Ja, schade. Erstmal gut zugemacht. Was war das denn für eine Situation? Was war das für ein Kopfball? Für einen Kopfballversuch. Wiedmar.
Ja, schön. Macht er gut hier. Ja, schade. Bisschen zu. Oh ja, Diaz. Guter Vorstoß da jetzt. Kann er den stoppen? Nein, wieder gegen Magalla. Das war dort. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Ja. Und dann ist der Ball weg. Schiri. Meine Fresse. Jetzt ist der Konterball auf Nollenberger. Der will ich. Platz mal auf der seiner Seite, auf der linken hat. Die Chance hier. Und. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Nummer. Ich hab die Chance. Ist er weg? Ja, ne, ist er nicht. Sieht mal. Weiter diese Szene. Ah, Ball auf Aaron. Der außer Scheidegger und Sterner. Wer hat die Grätsche? Situation. Dick rettet erstmal. Hämmerich. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Flanke kommt in die Mitte. Und Eckler 4-1. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. War das geil rausgespielt. Das könnte das Finale sein. Die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann macht er das überlegt mit ganz viel Ruhe und Geduld. So. 70. Wir haben einen neuen Spielstand. 4-1. Eckloff ist ja verpflichtet. Der war günstig. Was mal eine halbe Million hat er mir gekostet. 20 Minuten zu absolvieren. Hasitz noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich den vielleicht auf die eine oder andere Kaufoption holen kann. Je nachdem, wie viel Kohle wir haben, Noir definitiv verpflichten. Ulrich verpflichten. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Guck. Sterner wird wahrscheinlich nicht und zu halten sein. Der wird auch was Größeres. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Oh! Tor, der Torhüter ist da. Das wär's wieder alle gewesen. Das wär's definitiv gewesen, weil dann wäre das 5-1 zurück gewesen. Sterner geht jetzt raus, der viel gemacht hat. Die machen das heute natürlich hervorragend. Zwei Tore vorbereitet. Und machen die dann auch. Das ist ja entscheidend, offensiv. Eine klasse Leistung. Stach. Und er schießt. Und den Hesser. Nichts. Damit verhindert er den Doppelpack. Zumindest vorerst. Übrigens, dieses Potenzial fix für Leute, dass das viele Spieler Potenzial verlieren. 24 und so noch. Der ist gefixt. Der kam mit dem letzten Update. Ja, 2-4 noch. Hack. Mach das. Das ist nochmal eine Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball. Und das ist einfach nur ein 79. Minute. Aber es ist halt nicht. Es tut jetzt noch nicht so weh. Es ist noch nicht der Anschlusstreffer oder so. Bisher ist es alles noch im Griff. Cavallo. Aktueller Spielstand 4-2. Cavallo. Und dreht den! Und Zentner, sorry, hat das Ding sicher. Gleich wird hier ausgewechselt. Ecke kommt von, Ecke. Pedro. Da kann er jetzt erstmal klären. Ja, was war das jetzt, Schiri? Was war das denn jetzt gerade? Aber ist egal. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Ja, dann ist das Thema eh gegessen. Wenn jetzt nicht, dann, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, also wenn Mainz jetzt noch das 2-4 macht, dann sieht das vielleicht wieder ganz anders. Ja, das 3-4, Entschuldigung. Abseits. Mit dem hohen Zuspiel. Ja, der Ball ist drin. Ja, ja, es ist Abseits. Es ist Abseits. Es ist Abseits. Die Fahne ging da hoch und ich denke, ja, die Entscheidung ist richtig. Und dann wäre es nochmal richtig eng. Sowas von gefährlich geworden. Es gibt einen Wechsel. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. So, ich werde es. Wahrscheinlich wird es nicht mehr passieren, aber ich kann mal versuchen zu wechseln. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
Nee. War mir klar, dass er nicht macht. Ich glaube, zwei Wechsel habe ich ja schon gezogen. Cavallo und Neuenberger. Stimmt, Neuenberger habe ich zur Pause gebracht für George. Aber egal. Finale. Das war's in diesem Halbfinale. Und die Gäste freuen sich. Das ist das Finale. Sie sind weiter. Sie haben es geschafft. Sie sind im Finale. Hinten waren sie in diesem Halbfinalduell immer wieder mal anfällig. Die Zahl der Gegentore gibt durchaus zu denken, aber das ist jetzt doch erstmal egal. Vorne hat alles gestimmt. Sie machen die Treffer, wenn sie sie brauchen. Und ich glaube, das gibt natürlich Hoffnung fürs Endspiel. Ja, die rote, frühe rote Karte der Mainzer hat natürlich extrem noch, noch dazu gepasst. Die verdiente rote Karte durch den durch die Notbremse von Bell. Das war genau, hat genau gepasst. Hauptsache, wir haben es gemacht. Jetzt die Ecke. Ja, der zwei, drei Dinger haben wir kurz ins kurze Eck gekriegt, ne? Fällt mir gerade auf, der Keeper. So, wir sind durch. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Jetzt kommt Aue als nächstes. Wir treffen auf Bayer Leverkusen im Finale. Und ihr habt hier, wie die Spiele stehen. Ist es tatsächlich nächste Saison international. Zunächst mal danke, dass der nächste Schritt haben wir gemacht, aber steht noch nicht fest, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie das Spiel rechnet, ob das reicht, wenn der Gegner ein Pokal, wenn wir auch international spielen, dass wir dann definitiv dabei sind oder was gewinnen müssen. Wir spielen unser Ding, versuchen unser Ding zu spielen, wenn es passt, passt es, wenn nicht, dann ist es halt einfach so. Ja. Mal gucken, ob wir uns den zweiten Titel der Saison holen. Grandios, natürlich. So. Nee, wir vertrauen der Truppe. Haben wir noch ein Tor gemacht von der Pause? Der Eckball. Vielen Dank. Jedem wieder soll. Gut, nächster Gegner ist Aue und das sehen wir uns dann morgen an. Bis dann bei FIFA.